Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Es gibt ein neues D42 Adventure-Systemspiel. Und zwar heißt es Escape Room, von dem guten Patrick Patul geschrieben, beziehungsweise erstellt. Und das möchte ich mir ganz gerne heute mal anschauen. Ich switche mal ganz kurz rüber zu meinem Desktop. Heute ist erschienen. Heute heißt, ich gebe mal ein Date. Kann man nicht lesen, ne? Heute ist der 16. August 2024. So. Und heute ist ein neues D42 Adventure System Spiel erschienen. Ich gehe dazu mal ganz kurz auf die Seite vom Patrick. Beziehungsweise auf seinen YouTube-Kanal. Wo haben wir ihn? Hier, vom Patrick Patul. Und zwar hat er nämlich was gepostet heute. So, wo, wie kann man den Post sehen? Hier, ein Trailer. Genau, das wäre jetzt die offizielle Download-Seite auf cbsd.dk. Und hier alles vom Patrick Patul erstellt. Ich mache ein bisschen größer, so. Das mache ich mal hier weg. Genau, das gehe ich einfach mal auf Download und lade mir das Spiel herunter. Da, 15. August 2024, heute ist der 16. Okay, dann ist das Spiel von gestern. Ist also quasi schon alt. Ha, ha, ha. So, dann starte ich mal hinein ins D42 Adventure System Escape Room. Das Directory habe ich schon gemountet. Die Diskette habe ich schon gemountet. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Directory an. Und was kann ich jetzt hier schon erkennen? Ganz normale D42-Struktur. Das wären hier praktisch Systemdateien. Raum 00 wäre praktisch das Titelbild, wenn man so will. Und dann geht es hier los mit Raum 01, 11, 21 und so weiter bis 12. Beziehungsweise ich habe das hier abgebrochen. Es geht bestimmt hier noch ein bisschen weiter nach unten. Bis 02. Und das wären hier Musikdateien und dann gibt es noch eine Endsequenz. Das kann ich hier auch schon ableiten. Dann gucke ich nochmal ganz kurz, wie viele Räume haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee, 10. 10 Stück. 10 Räume. Gut, okay, ich meine, man kann die Räume natürlich auch mit besonders vielen Aufgaben vollproppen. Also sagt jetzt erstmal nicht allzu viel jetzt aus, sage ich mal. Wie aufwendig das jetzt ist. Ich habe vielleicht sehr viele Räume bei mir, aber mit wenig Inhalt. Und ich weiß nicht, ob das beim Patrick ein bisschen anders ist. Aber das werde ich halt sehen. Gut. Ja, die Schrift ist auch schon irgendwie ganz cool gemacht. So, was steht denn hier? Wir kommen zu einem Escape Room Spiel für den guten C64. Dieses Spiel versucht sich an den Vorlagen des Smartphones, Tablet spielen und will euch auch die Rätsel bringen. Hier in diesem Spiel sollten ihr 10 Räume lösen. Ah, 10 Räume, siehste? Habe ich doch gerade schon richtig heraus kristallisiert. Ja, ich meine, den Text könnt ihr ja selber lesen. Hier steht auch nochmal programmiert von Patrick. Musik von D42 Adventure System. Ja, und im Endeffekt steckt dann da die Firma Out of Orders hinter. Und hinter dieser Firma wieder Tobias Erbsland und Stefan Lentsch. Okay, die Idee ist von einem Smartphone wohl abgeleitet. Ja, warum auch nicht, ne? Also von einem Smartphone-Spiel, schreibt er. Ja, und dann wiederholt sich irgendwann der Text, aber das ist ja normal. Gut, viel wird erstmal noch nicht verraten, sondern einfach nur so ein bisschen Hintergrund über die Entstehung dieses Spieles, was natürlich auch interessant ist, keine Frage. Ja, das Lied kenne ich doch. Ja, das ist von D42 Adventure System. So, erste Grafik. Ich versuche zu interpretieren. Ich sehe einen Kellerraum, vermutlich. Mit so ein paar Kisten. Weiß ich, ist das ein Monitor? Das blaue, weiß nicht, was das ist. Oben so eine Art Klimaanlage vielleicht.
und eine Tür oder ein Vorhang. Und da rechts daneben ist noch so was Graues. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine Beschädigung ist. Gut, was steht denn da? Du bist nun im ersten Level. Ich bin mal gespannt, ob du die Rätsel lösen wirst, die hier verstreut sind. Viel Spaß und viel Glück. Ja, ich würde sagen, als allererstes erstmal alles abchecken, alles untersuchen. Einfach mal gucken, was ist überhaupt in den Raum, welche Gegenstände hat man und so weiter. So, untersuche, Inventarliste haben wir nichts. Wir haben hier einen Ventilator, einen Fernseher, Box verschraubt. Oh, muss man die aufschrauben vielleicht? Steckdose, muss man da vielleicht einen Ventilator da anstecken? Ne? Metallplatte und eine Tür. Ich fange mal an, untersuche Ventilator. Der Ventilator ist außer Betrieb und du siehst hinter dem Gitter einen Drehgriff. Untersuche. Okay, hinter dem Ventilator ist ein Drehgriff. Ja, wie komme ich einfach nehmen, ne? Oder den verschieben. Ist egal, ich mache erstmal alles untersuchen. Untersuche Fernseher, der Fernseher ist aus und du findest daneben eine Klingenspitze. Okay, nimm vielleicht. Wo ist sie denn? Ach, die habe ich schon. Klingenspitze, hier ist sie. Cool. Jetzt brauche ich nur noch den Drehgriff, ne? Untersuche. Box verschraubt. Eine Box, steht ein P drauf und ist verschraubt. Ein P? Was ist denn ein P? Keine Ahnung. Vielleicht die Größe? Untersuche Steckdose. Greif mal rein, ich glaube, da ist Strom drauf. Okay, also Strom scheint wohl erstmal da zu sein. Untersuche Metallplatte. Das ist eine verschraubte Metallplatte und es steht 2P drauf. Ah, wir haben vorhin schon 1P und jetzt haben wir 2P. Was heißt das 1P? Man weiß es nicht. Untersuche Tür. Die Tür lässt sich nur mit dem richtigen Kombination öffnen. Okay, wir brauchen also keinen Schlüssel, wir brauchen also einen Code. Untersuche Klingenspitze. Sieht aus wie der Teil eines Schraubendrehers. Okay, also brauchen wir noch diesen. Das war, glaube ich, hinterm Ventilator. Aber da stand da nochmal, untersuche. Hä? Ist hier nichts anderes? Irgendwo hat er doch vorhin gesagt, er sieht einen Griff oder nicht, ne? Untersuche, oder was hinterm Fernseher? Untersuche. Da steht P1 drauf. Untersuche. Ja, wo war das denn? Greif mal rein. Ich hab doch, irgendwo stand doch vorhin, ich sehe einen Griff, so sinngemäß. Das war am Ventilator, ne? Oder vielleicht verschieben, zur Seite verschieben und dann kommt er an den Griff dran. Verschiebe Ventilator. Das scheint nicht zu funktionieren. Verschiebe Fernseher. Verschiebe Box verschraubt. Ja, wo war das denn mit dem Griff? Verschiebe Steckdose. Ja, wird wohl nicht gehen, ist klar. Verschiebe Metallplatte. Ah, die scheint schwer zu sein. Verschiebe Tür, verschiebe Klingenspitze. Gibt keinen Sinn. Okay. Ich sehe mich nochmal ganz kurz um. Den Fernseher haben wir da. Da rechts, das weiß, ach, das weiß ist bestimmt eine Steckdose. Okay, also ist der Fernseher schon nah an der Steckdose platziert. Das heißt, man könnte den bestimmt da irgendwie anschließen. Aber was ist das Blaue da? Da oben rechts Ventilator, also keine Klimaanlage. Okay. Untersuche Ventilator. Ja, wo stand das denn da vorhin mit dem Griff? Ich habe doch Untersuche Ventilator gemacht, oder nicht? Verstehe ich nicht. Benutze Ventilator. Oder ich mach mal ein Ventilator, dann dreht er sich und dann wird der Griff rausgeschleudert. Ein Ventilator. Ja, geht nicht. Oder ein Fernseher. Vielleicht können wir schon ein paar Nachrichten gucken. Ist halt lauer ohne Power. Ja, okay. Ein... Alles andere gibt keinen Sinn, ne? Ein verschraubte Box. Ja, ich kann ja mal alles mal durchseppen. Ein Steckdose. Ja, ist klar. Ein Metallplatte. Einmal kurz das Verb durchgehen. Ein Tür. Und dann machen wir nochmal ein Klingenspitze.
Irgendwas mit dem Ventilator muss ich bestimmt machen. Benutze Ventilator. Untersuche, kombiniere Ventilator mit Klingenspitze. Kann man nicht vielleicht rausangeln, den Griff. Naja, auch nicht. Oder einfach mal öffne Ventilator. Du ziehst das Gitter vom Ventilator? Ja, okay, toll. Bringt mich auch nicht weiter, ne? Vielleicht kann ich ja mit dem Gitter irgendetwas machen. Jetzt habe ich ein Gitter. Und ein Gitter. Hinter jeder, ne? Ventilator, Gitter. Was kann ich machen? Weiß ich nicht. Mach mal untersuche Gitter. Hä? Wo ist das Gitter hin? Hat er nicht gerade... Du ziehst das Gitter von dem Ventilator. Also hat er es doch in der Hand, ne? Ist aber nicht. Ist nicht im Inventar. Objekt im Bild auch nicht. Ach, ich habe jetzt eine Drehergriffspitze. Hä, wo kommt die denn jetzt her? Die Klingenspitze. Drehergriff und Klingenspitze. Die kann man doch bestimmt dann kombinieren, ne? Kombiniere Klingenspitze mit... Das geht nicht, ne? Das scheint nicht zu funktionieren. Kombiniere... Klingenspitze mit Drehergriff. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oder ich sag ihm einfach... benutze... Klingenspitze. Benutze Drehergriff. Untersuche Ventilator offen. Untersuche Fernseher. Komisch. Verstehe ich nicht. Aha. Warte mal, ja gut, ja, muss man natürlich jetzt ein bisschen Hintergrundwissen haben, wie D42 funktioniert. Mir fällt da nämlich gerade was ein. So, das heißt, die Objekte sind ja jetzt nicht im Inventar, weil der stoß mir jetzt gerade so dran, im Inventar habe ich nichts. Aber die Dinge sind im Objekt, also in den Objekten sind die da. Vielleicht muss ich den erst aufnehmen. Also nimm Ventilator. Kann ich nicht nehmen. Ich versuche mal alles ins Inventar zu bekommen. Die Steckdose ist klar, das ergibt keinen Sinn. Metallplatte, die wird wohl zu schwer sein. Nimm Tür. Ja, komm, ich mache es auch mal. Du hast es genommen. Das ist ein Fuchs. Aber da muss man auch wissen. Da kommt man, glaube ich, sonst nie drauf. Und mit dem Drehergriff bestimmt auch. So, jetzt gehe ich nochmal kurz in mein Inventar rein. Sag ihn kombiniere. Jetzt habe ich ihn. Kombiniere Klingenspitze mit Drehergriff. Du bastelst dir einen Schraubendreher. Ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen tricky. Und eigentlich auch logisch, klar, man muss es aufnehmen. Aber wenn man nicht so genau weiß, wie das ganze System hier so aufgebaut ist, kann man da, glaube ich, schon dran verzweifeln. Das ist aber kein Vorwurf an Patrick, sondern das System als solches gibt das nun mal so her, ne? So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt haben wir einen Schraubendreher. Ach, ist das nicht herrlich und ist auch im Inventar. Das heißt, ich werde damit erstmal alle Gegenstände mit bearbeiten. Entweder benutze Schraubendreher, ganz global. Oder natürlich kombiniere Schraubendreher mit Ventilator offen. Kombiniere Schraubendreher mit Fernseher. Ups, verdrückt, Entschuldigung. Kombiniere Schraubendreher mit Fernseher. Das geht nicht, den kann man damit nicht öffnen. Kombiniere Schraubendreher mit Box verschraubt. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert. Du schraubst die Schrauben aus der Box raus und somit ist sie offen. Schön. Okay. Jetzt gucken wir uns mal Inventarliste an und die Objektliste. Inventarliste ist gleich geblieben und die Box ist jetzt nun offen. Okay, jetzt habe ich statt eine verschraubte Box eine offene Box. Da bringe ich mich aber auch nicht weiter. Vielleicht kann ich irgendwas reintun. Hä? Ich
gucke mir mal kurz das Bild an. Vielleicht gibt es jetzt hier irgendwie eine Veränderung zu sehen. Ist egal, ich mache erstmal weiter. Kombiniere Schraubendreher mit Steckdose. Oh, Game Over. Könnte Game Over geben, ne? Ah, Gott sei Dank, Glück gehabt. Kombiniere Schraubendreher mit Metallplatte. Also das muss funktionieren. Es sei denn, da stand drauf P1 und P2. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Nachdem du die Platte abgeschraubt hast, legst du ein Bedienfeld frei. Da kann ich den Code bestimmt eingeben. Tja, aber nur, ich weiß den Code nicht. Mach mal eben auf Umsehen. Ah, hat sich nichts getan. Inventar. Kombiniere. Bedienfeld. Tür. Puh. Box offen. Ja gut, man könnte ja erstmal die neuen Gegenstände untersuchen. Untersuche Schraubendreher. Damit dreht man Schrauben. Deswegen heißt das gute Ding auch so. Was haben wir noch neu? Untersuche offene Box. Du findest ein Stromkabel und eine Fernbedienung. Ah, cool. Untersuche. Oh, ist aber hier neue Gegenstände. Untersuche. Was ist noch neu? Box offen. Das habe ich ja gerade gemacht. Ne, genau. Untersuche. Steckdose. Bedienfeld. Ein Code. Würde dir weiterhelfen. Ja, genau. Das ist voll wahr. Untersuche. Was ist noch neu? Stromkabel. Muss ich dir alles erklären? Man versorgt etwas mit Strom. Ja. Ja, Patrick, das hast du mich sehr gut erwischt, du. Fernbedienung. Bedient etwas aus der Ferne. Wir machen einfach mal benutze Fernbedienung. Stopp. Die Fernbedienung könnte für den Fernseher sein. Wenn ich ihn anmache, dann erscheint da der Code. Ist doch klar, ist doch logisch. Der Fernseher geht aber noch nicht an, weil kein Strom da ist. Ah, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Also kombiniere Stromkabel mit TV. Mit TV. My MTV, es funktioniert nicht. Aufs kann ich mit noch machen. Kombiniere Stromkabel mit Ventilator offen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kombiniere. Warum mache ich nicht einfach mal benutze? Habe ich schon gemacht. Benutze Fernbedienung. Ah, du versuchst verschiedene Kombinationen. Aber hast keinen Erfolg. Okay, okay, okay. Interessant, interessant. Benutze Fernseher. Und einfach mal ein Fernseher. Ja, der braucht nämlich ein Stromkabel. Oder ich mache einfach mal, kombiniere Stromkabel nicht mit Fernseher, sondern mit Steckdose. Ah, schade. Zu früh gefreut. Patrick, du machst mich fertig. Puh, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Guck mir das nochmal an. Wieso kann ich jetzt... Wofür soll denn sonst das Stromkabel sein? Vielleicht für den Ventilator, für den Fernseher? Für die Fernbedienung? Nee. Für die Steckdose? Ja, auch. Für die Box offen? Der Box ist offen. Oder ich muss das Kabel erst wieder nehmen. Ist doch gar nicht in mein Inventar. Nimm Stromkabel. Du hast es genommen. Ich bin mal gespannt, ob das im Inventar ist. Benutze. Ja, ja, ja. Benutze Stromkabel. So, jetzt versuchen wir das gleiche nochmal. Kombiniere Stromkabel mit Fernseher. Kombiniere Stromkabel mit Steckdose. Du schließt mit dem Stromkabel den Fernseher an, die Steckdose an. Okay, okay, okay. Jetzt aber. Benutze. Die Fernbedienung muss ich bestimmt auch erst nehmen. Nimm. Die fliegt einfach nur rum im Raum. Nimm Fernbedienung. Aha, aha. Ein Fernbedienung. Benutze Fernbedienung. Ein Fernseher. Du kannst so einen Fernseher nicht einsch... Aha, aha, aha.
es hat sich da also was getan. Vielleicht kombiniere Fernbedienung mit Fernseher. Du hast den Fernseher eingeschaltet. Ja, okay. Daraus eine Kombi zu machen. Ich meine, das war jetzt naheliegend, dass irgendwie die Fernbedienung etwas mit dem Fernseher zu tun hat, aber kombiniere. Also stell mich mal so vor, man hat eine Fernbedienung, irgendeine Fernbedienung. Also zum Beispiel so eine hier, eine Fernbedienung. Aber kombiniert man die mit dem Fernseher? Oder benutzt man die nicht einfach nur? Aber bei Adventure geht es ja nicht um Logik. Also um Gottes Willen, mein Jack Manson, Zack McCracken lässt grüßen, unter anderem. Und meine Adventures auch nicht. Die sind auch nicht immer logisch. Das gehört auch dazu. So, ich mache noch einmal umsehen. Hat sich etwas getan in der Grafik? Nein. Aber ich glaube, es sind eh keine Sprites drauf, ne? Ne, da sind, glaube ich, keine Sprites. Was muss ich jetzt machen? Ein Fernseher habe ich gemacht. Box offen, Steckdose. Vielleicht kann ich jetzt... Jetzt habe ich den Fernseher doch angemacht, ne? Ein Fernseher. Kann so den Fernseher nicht ein... Hä? Ist er nicht eingeschaltet? Untersuche Fernseher. Du siehst eine Art Code auf dem Fernseher. Ah. Ja, her damit. Wo ist er denn? Jetzt könnt ihr machen, benutze dieses Tippfeld, ne? Bedienfeld. Da du nun den Code kennst, kannst du die Tür öffnen. Yippie-yay-yay! Knopf drücken. Ja, wie cool ist das denn? Damit hätte ich den ersten Raum erfolgreich wohl bestanden, überlebt, wie auch immer. Ja, ich muss sagen, erste Level war gut. War vielleicht der ein oder andere Sache, die man natürlich ein bisschen knifflig, aber so soll es ja auch sein. Es soll ja nicht alles ganz logisch sein und voll easy. Man soll ja auch ein bisschen knüfteln und ein bisschen toben und sich austoben in dem Sinne. Und das hat der Patrick auf jeden Fall schon mal sehr gut umgesetzt. So, die zweite Grafik, auch wunderschön erstellt. Was sehen wir da? Wir sehen da so eine Art Vitrinenschrank. Das rechts, das kleine Häuschen. Ich weiß nicht, ob das ein Bild ist. 1040 Logo. Ein Teppich, eine Pflanze, eine Tür, ein kleines Mini-Regal und natürlich ein Commodore 64 auf dem Tisch und ein Teppich. So, Glückwunsch, du hast den ersten Level erfolgreich gemeistert. Aber das war nur der erste, da kommen noch einige nach. Nun viel Glück dabei, aus dem zweiten Raum zu entkommen. Obwohl, die Idee ist eigentlich ganz gut gemacht, so mit dem Escape Room. Aber man ist natürlich gefangen in so einzelnen Räumen. Man muss sich da irgendwie so ein bisschen, ja, selbst raus befreien. Also die Idee ist gut. So, was haben wir überhaupt im Besitz? Nix, klar. Wir haben einen Oberschrank, einen Unterschrank, eine Pflanze, Commodore 64 und eine Tür. Ja, erstmal untersuchen. Untersuche Oberschrank. Das ist der obere Teil eines Küchenschranks. Okay. Unterschrank. So, ein Teil eines Küchenschranks. Ja, danke. Untersuche Pflanze. Da liegt ein Schlüssel im Topf. Ja. Jetzt falle ich nicht drauf rein. Jetzt sage ich sofort, nimm Schlüssel. Ja. Ich habe es im Inventar. Untersuche. Commodore 64. Ja. Vom einzig wahren Gott, Jack. Ja, wenn ich weiß, wer das ist der Erfinder des Commodore 64. Den haben wir die Kiste zu verdanken. Ja, lebt leider nicht mehr, aber gut, das ist ja auch, er war ja damals schon alt, als er damit anfing. Und ich glaube, ich 2014 gestorben, irgendwie so die Ecke rum. Ja, dann haben wir schon einiges zu verdanken, auf jeden Fall. So, untersuche. Tür. Schlüsselkarte. Okay, wir müssen eine Schlüsselkarte finden, aber wir haben ja einen Schlüssel. Also ich würde sagen, entweder benutzte Schlüssel. Oder ich muss natürlich vielleicht genau sagen, wohin er es benutzen soll. Also kombiniere Schlüssel mit... Fangen wir mit dem Oberschrank an. Kombiniere Schlüssel mit Unterschrank. Ah, Unterschrank ist offen. Okay, mal in Inventar schauen. Untersuchen. Ist ja offen. Jetzt schauen wir mal hinein. Wir untersuchen. Du findest eine Notiz im Schrank. Nimm.
erstmal nehmen. Ja. Und jetzt, und nee, nicht kombiniere. Ich wollte eigentlich Untersuche machen. Untersuche Notiz. Auf der Notiz ist das Wort Taki geschrieben. Taki. Ich versuche gerade mal die Buchstaben so ein bisschen zu verdrehen. Ikata. Taki. Ka. Kati. Tiak. Hä. Okay. Taki. Einfach mal merken. Taki. Tja. Nochmal. Untersuche Notiz. Untersuche Pflanze. Aha, auf dem Stoff. Schack. Ist nicht davon, meine die Pflanze Schack? Ich meine ja, ne? Okay, ich versuche mal eine Verbindung zu Maniac Mansion herzustellen. Ich schaue mir den Raum nochmal an. Kann ich so erstmal nicht finden. Ja, die Pflanze hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, auf jeden Fall. Aber mehr eigentlich auch nicht, ne? Okay, okay, okay. Was habe ich denn überhaupt noch? Untersuche. Commodore 64. Aha, aha, aha. Commodore mit dem Passwort? Wie geht das denn? Den möchte ich mal sehen. Untersuche. Tür. Alles klar, Schlüsselkarte, wissen wir. Kombiniere. Ah, das ist das Passwort, ne? Kombiniere die Notiz, Klammer auf, das Passwort, Klammer zu, mit Commodore 64. Du gibst das Passwort auf den Zettel in den C64 ein. Es erscheint eine Zahl. Ja, welche? Herr mit der Zahl! Wo bist du? Ah, und jetzt? Jetzt ist meine Notiz weg. Ich habe eine Zahl. Ich weiß nur nicht welche. Sie ist geheim. Vielleicht kann ich... Was war mit dem Oberschrank nochmal? Untersuche... Oberschrank. Öffne. Oberschrank. Ist nun offen. Untersuche. Offenen Oberschrank. Du willst eine kleine Schachtel in dem Schrank. Nimm meine Schachtel. Kiste. Meine. Wie? Öffne. Öffne Kiste. Du gibst den Zahlencode von dem CV ein und öffnest damit die Kiste. Untersuche. Offene Kiste. In der Box findest du einen kleinen Schlüssel. Ja! Ich hab geschafft! Nimm! Nimm Schlüsselkarte. Jawohl. Kombiniere Schlüsselkarte mit Tür. Auch diesen Raum hast du erfolgreich gelöst. Die Rätsel waren aber auch nicht schwer. Also, komm, also. Die war verdammt schwer. Wenn ich die schon lösen kann, dann war die schwer. Genau. Okay, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich denke mal, die anderen Räume, also die Räume 3 bis 10, die werde ich vom anderen Video wohl mal dann posten. Ich sehe gerade, ich habe jetzt hier, glaube ich, schon über 40 Minuten drauf und werde vielleicht an einer anderen Stelle noch ein bisschen schneiden, damit es vielleicht nicht zu langweilig wird für euch. Wie gesagt, schaut hinein beim Patrick auf seiner Seite, auf seinen Kanal. Dort findet ihr den Link zu seinem Spiel, D42 Adventure System. Ladet euch herunter und habt damit einfach Spaß. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!